Okay, Aufnahme läuft, bin bereit. Radfahren. GPS. Musst du noch ölen oder hast du alles? Die letzte Ölung? Ja, für dich hätte auf jeden Fall. Bei Bayern hast du immer Druck. Let's go. Fahren wir wieder hier hinten raus, wie das letzte Mal auch, ne? Deine Uhr am Lauf? Ja. Das ist ein normales Geräusch deiner Bremse. Was passiert hier? Ich wollte nämlich den ganzen Auto vor die Kurve fahren. Ach so, wolltest du auf die andere Seite oder was? Ja. Ja, dein Fahrrad ist so flüssig, Alter. Ja? Dein Fahrrad ist so flüssig, sag ich. Ja. Das Rollgeräusch und alles. Ja, das ist ja das Lager hinten, ne? Aber auch so dieses das fauchende Wind einfach. Puh. Was sagst du? Ich muss sagen, wenn wir zu schnell fahren. Ja, ich spüre, dass wir fahren, aber das hält sich jetzt noch in Grenzen. Ist ja auch, sag ich mal, jetzt in der Ebene. Ne? Wenn es jetzt hier jetzt nur noch bergauf geht, dann kommt erst gleich. Ne? So, da sieht es dann schon wieder anders aus. Bergauf will das nicht, aber. Naja, nicht flach. Muss gehen. Keine Zeit.
Schwalbe Lugano ausverkauft, Alter. Ja. Bei euch vielleicht. Kraftladen. So, Patrick, hier ist unbegrenzt. Da war das Schild. Verpiss dich. Hochspringkopf. Ist hier gekommen oder was? Nee, ich hab ja gerade gesagt, die Geschwindigkeit immer gewendet. Ach so. Ja, kann ich jetzt machen, dann drehen wir aber danach um. Ja. 1%. Ich merke es. Ich hoffe, mich mit Eicheln abzuschießen. Aber vom Windschatten rumzulutschen. Da ist doch kein Windschatten neben dir. Du hast meinen Windschatten, der Wind kommt von links, Alter. Brauch den Windschatten. Wir brauchen ja noch eine Weile, bis wir da sind überhaupt. Vielleicht kann ich diesmal am Panzerring zumindest so mitfahren, dass ich dich nicht aus den Augen verliere. Auf der Rücktour meinst du? Ja. Und du mich abholst. Aber ganz ehrlich? Und du mich auf der Rücktour abholst. Ganz ehrlich? Da sind wir ja 4-5 Minuten gefahren. Ich habe 5 Minuten auf dich gewartet. Ja, ich habe ja auch zwischendurch, musste ich ja auch absetzen halt. Ah, okay. Also ich habe dann schon Pause gemacht da zwischendurch. Ah, okay. Ist jetzt nicht so, dass ich da durchgefahren bin. Ich habe auch auf dem Weg hierher heute schon richtig viele mit dem Rennrad gesehen. Also auch richtig hier Canyon-Räder und so weiter. Ja. Du kannst ja auch super fahren, ne? Ja. Wir sind jetzt 400 Meter lang hier raus und du kannst hier... Hier ist okay. Es geht noch geiler, wenn der Streifen hier komplett getrennt ist, ne? Ja. Aber hier ist okay. Alter, und die Autobahn hier wieder da am Grenzübergang Helmstedt oder was das da ist. So viel Stau schon wieder auf der Gegenrichtung. Ja. Voll krass.
Gott, Puste gewöhnt sich langsam dran, dass wir uns bewegen. Vorhin musste ich so ein bisschen Schnappatmung fast, weil wir gleich voll reingegangen sind. Was? Ja, wie gesagt, das ist hier immer noch ziemlich nah an meinem FTP halt, ne? Kurzes Anschwitzen. Ich sag ja, das ist hier immer noch ziemlich nah an meinem FTP halt einfach, ne? Ich weiß aber noch eine relativ niedrige Spielstätte. Ja, wenn ich noch mehr trete, das fühle ich jetzt gerade nicht. Okay. Das geht aber eigentlich, das sind so um die 75, würde ich jetzt sagen. Ja, ja, da ich jetzt keine Zeit habe, ich hatte mir Knopfzellen, hatte auch noch so für die Sensoren da. Aber das kommt cool, hatte ich jetzt kein bisschen. Achso, musst du erst neu anlernen dann oder was? Nee, für die Zugangsspannung. Achso, musst du ausbauen. Ja. Das hättest du heute Vormittag mal machen können. Ja, hätte. Eine Wattzahl hätte mich hier interessiert. Achso, du hast nur Kadenz oder was? Ja. Ja, auch cool. Ich habe noch so grob in Erinnerung, dass wir durch irgendeinen Ort durch müssen. Hat keiner. Video angucken. Nee. Ach doch, da die Klappe ist auf. Krass. Müssen wir unbedingt auch nochmal ein Video angucken, ob man irgendwie die Schaltung selber einstellen kann. Mittlerweile. Jetzt die dritte Kassette will nicht mehr so richtig schalten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt beim Ein- und Ausbau vielleicht diesen Delay da irgendwie mal verkuppelt habe. Aber ich muss zweimal hochschalten. Dann schaltet der Eingang hoch. Dann rattert es und dann schalte ich einmal runter und bleibe in dem Gang. Ja, das habe ich aber auch. Das kann auch daran liegen, dass man schon mal keine Trainer kassiert, wenn ich ganz stimmt. Ja. Das hängt jetzt zwischen. Bei mir hier, der schaltet auch flüssig. Auf meinem Trainer habe ich auch so zwei, drei Gänge. Dann passt der Abstand nicht ganz. Das ist ja auch eine andere Kassette.
wird ganz interessant, Alter. Was? Die Fahrt. Ist so? Ja. Merkst du schon? Ja. Okay. Aber es ist nicht schlimm, noch geht's. Ja, aber den Jungsteil kommt der erstmal, ne? Ja, wir sind jetzt aber auch schon nicht so langsam unterwegs. Ich weiß aber nicht, ob wir nicht langsam unterwegs sind. Da müssen wir gucken, wenn ich das nachher nochmal abkürzen oder so, sehen wir dann. Alter, die Bremse hinten ist jetzt viel strammer als vorher, ne? Richtig krass. Das riecht's gut. Wenigstens sind hier auch die Wege sauber und nicht irgendwie Glas oder irgendwas. Ist ja auch schon mal viel wert. Auch von da vorne. Der Dicke da. Ja, schön. Ja. Danke. Wusste auch, wir sind in unserem Dorf vorbeigekommen. Ja, Alter, beruhig dich mal. Wollen Sie nur Windschatten sehen? Ja, aber du fährst zu weit davon. Oh, Windschatten. Du bist nicht groß genug. Kann ich noch kleiner machen? Nein, bitte nicht. Bitte fahr im Stehen, freihändig. Nur deswegen natürlich. Ja. Elf Minuten Kilometer.
Weißt du, was mich immer noch ein bisschen aggressiv macht? Weißt du, was mich aggressiv macht? Ja. Du Schlauch hinten an deinem Schuh, die Lose. Ja. Ich sehe die ganze Zeit, Alter. Denk mir so, wieder 0,5 Watt im Wind. Wenig das weg. Ja, ja. Soll ich mich festhalten an deinem Rahmen irgendwo, dass du mich ziehen kannst? Vorne gibt es Motorradtreff. Biker Gang. Ich hab grad von diesem Tablettending einen Sippi genommen, Alter. Echt lecker. Hast du mal probiert? Schmeckt so ein bisschen süßlich. Aber so, also jetzt nicht zuckersüß, sondern so chemiesüß. Ja. Du wirst voll immer süß? Nee. Okay. Das schmeckt nach Sternchen irgendwie. Ich kann das nicht beschreiben. Das hat so minimal ein Gefühl von Kohlensäure, weil es so ein bisschen bubbelt. Ja. Und schmeckt ein bisschen süßlich einfach. Aber es klebt nicht im Maul, ist nicht wirklich süß. Aber das Letzte, was ich hier gebraucht hätte, wären so eine Salztabletten, die dann auch voll bitter sind und so ein Kack. Ja. Hilft zwar vielleicht auch, aber ich finde so diese etwas süßeren Sachen, die kann man leicht wegschlabbeln. Rondo wäre gut. Rondo wäre gut. Das hat was Pflanzen brauchen, Alter. Ja. Alter, hier geht's weg auf. Noch an dem weißen Streifen vorbei. Ja. Ich habe in Erinnerung, dass der kurz vor dem Panzerring war. Ja. Das ist gut. Sind wir da bald? Ja. Scheiße. Wir haben jetzt 14 Kilometer auf der Uhr gleich. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Berg beim Panzerring. Der Berg kommt mal nahe. Ja. Danke, dass du mich daran nochmal erinnerst. Ja, bitte. Das habe ich jetzt gebraucht als Motivation. Nein. Ich möchte ja das Ding fest einhalten. Mal schneller. Jetzt aber saftig bergauf. Meine Oberschenkel, Rudi. Komm hoch da.
170 Puls. Puh. Bergauf ist eine ganz traurige Nummer. Alter Schwede. Die Hügel, ne? Die sind brutal. Ja, das Problem ist auch, das ist hier wie auf dem Rollentrainer. Ich kann halt auch bergab nicht rollen lassen, weil du halt dann einfach weg bist. Das heißt, ich habe einfach auch gar keine Pause. Weil bergab bemühe ich mich um Zurückhalten. Ja, alles gut. Ist ja nur eine Feststellung, ich kann halt nicht rollen, sonst bin ich weg. Ja, den merke ich jetzt schon. Hoppa! Zeigt auch kein Schlagloch an, der Patrick hier. Ich dachte, der zeigt auch kein Schlagloch an, der Patrick. Ist jetzt auf Band festgehalten, dass du mich was hängen lassen hier. Hier ist nur 50 übrigens, ja, beruhig dich bitte. Den Ort hier kenne ich von der Rückfahrt letzte Mal. Nee? Dann sieht es hier alles gleich aus. Es war an einem Ort wie diesen. Da war schon alles vorbei. Ja, war aber ein anderer. Da kann er nicht weit weg sein von hier. Hier sieht ja alles gleich aus. Guck mal, wir sind zu schnell für die Anzeige hier. Alter, die Bremse vorne da hinten ist jetzt so knackig. Richtig saftig. Nicht, dass ich die hier brauchen würde, aber... Ja. Bestimmt. Thank you.
Boah. Mein Puls wieder runtergegangen. 160. Zwischendurch war ich echt bei 172 oder so. 170. War bergauf halt, ne? Da war ich echt auch wirklich fertig. War ein sehr kleiner Gang. Also ich entnehme deiner Konstitution, dass du vor ein paar Tagen einen Sippi machen möchtest. Ja, gerne. Ich habe ja auch einen so ein Gel bei, das würde ich mir gerne reindrücken dann. Ich habe halt zwischendurch schon einen kleinen Sippi gemacht. Aber da an dem Schild, da kann man ja immer gut anhalten. Sippi langschwommt. Steve hätte mir jetzt echt geholfen mit dem Verpflegungsauto. Wasser? Weil du die Kanne hin kannst. Ja, auch. Und wegen Trinken. Kaltes Trinken vor allen Dingen. Ich muss mir echt diese Camelback Podiumflaschen mal angucken mit bis zu 12 Stunden kalt halten und so ein Kack. Das klingt echt krass. Steine sind hier heute viel irgendwie, ne? Ja. Steine sind hier viel. Ja. Ist ja schon fast Graveln, was wir hier machen. Alter Brudi. Jetzt müsste doch aber bald der Streifen kommen, oder? Ja, Kilometer. Ja, das ist ja quasi gleich. Ich glaube, da vorne ist das Schild zum Panzerring. Please. Ein bisschen Kraft habe ich noch für Panzerring. Patrick! Panzer! Ich hab ein Panzerschild gesehen. Halte er kurz an. Ah. Huh. Ich habe ein Panzerschild gesehen. Wir sind gerettet. Ah. Grüßt euch hin. Ein bisschen Zitrus. Bisschen aber nur, ne? Aber halt auch trotzdem süß. Kann man trinken, ne? Das ist jetzt, wie gesagt, aber die Medium-Tablette. Ich weiß jetzt nicht, wie hart die... Es gibt eine, die hat 50% mehr, quasi.
Ob die dann noch krasser wird? Noch süßer, noch bitterer, keine Ahnung. Ist ja gar nicht bitter. Nee. Die Dinger schmecken so gut, Alter. Von Precision Fuel, wenn die nicht so teuer werden, ne? Das ist 10er ein, so ein Ding hier. Ja. 10er? Naja, nicht ganz, glaube ich. Ich glaube 5 Euro oder so. Einer? Echt jetzt? Da haust du aber echt rein. Sag ja, die sind hart teuer. Alter, ich brauch das. Ich bin wirklich schon gut. Ich merke das, dass wir hierher gefahren sind. Also aber nicht so schlimm wie letztes Mal. Nee. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich weiß ja, dass es jetzt auch noch zurückgeht dann halt, ne? Was wir letztes Mal ja nicht gemacht haben. Also, vielleicht nicht im Laufschritt zurück. Den anderen Bums hier, der löst sich irgendwie gar nicht auf im Wasser, keine Ahnung. So ein Schlabberschleim, der da jetzt einfach unten drunter ist. Aber das ist ja das, was ich da auch hatte, ne? Mm-mm. Ich hab hier nochmal Kohlenhydrate und so. Okay. Flüssige Kohlenhydrate. Das andere ist jetzt nur wirklich Sodium, Calcium, also ja, Salz. So? Wie ist der Plan? Ja, wir fahren jetzt dahin. Dachte ich. Oder nicht? Wie ist denn der Zeitplan? 1,5 Stunden bis zurück haben wir. Da schaffen wir aber nicht die ganze Runde, oder? Wir haben jetzt 3/4 Stunde gefahren. Das heißt, je nachdem Pause. Hin zurück und dann. Müssen wir so wie letztes Mal fahren. Fahren wir die Kurve. Schaffen wir die nicht? Schaffen wir die hier nicht vom Zeit her? Weil wir diesen ganzen Turn ja noch mitnehmen müssen. Ja, ja, schaffen wir nicht. Nee. Ja, dann ist es so, dann fahren wir die kurze Runde. Ich brauche jetzt eher nicht schneller, sondern eher langsamer. Nee. Ja, dann fahren wir die kurze Runde, dann ist es so. Ja. Ja, fahr schon mal rüber. Ja. Art Panzerring. Oh, geil.
Waren wir links rum, ne? Alter, vorne kann der Wind. Ich möchte den Wind nicht. Ich möchte den Wind nicht, bitte. Du hast auch gerade schon mehr reingetreten als eben. Ja, ich wollte mal testen. Achso. Raus? Achso, ja, rechts geht's nicht mehr. Also kannst du probieren, aber... Rechts muss ich, glaube ich, irgendwas unterschreiben. Ja. Ey, die Straße ist so geil hier, Alter. Die rollt auch einfach. 168 jetzt. Das rollt richtig gut hier. Ja, ist halt auch gut gebaut. Aber das ist eine gute Straße, wenig benutzt, ne? Ja. Der Wind. Nicht geil. Das ist ein Unterschied, Alter. Das ist echt ein bisschen beängstigend. Das ist ein bisschen beängstigend, wenn man direkt so hinter einem fährt und halt gar nichts sieht. Ne? Du brauchst halt viel Vertrauen, dass der vor dir keine Scheiße baut irgendwie. Ja. Und gleichmäßig fährt. Ja. Links, ne? Das merke ich schon gut hier.
Mann, dein Fahrrad läuft so geil, Alter. Da gerade so rausgesaunt. Du hast so einen Schriftzug hinten auf deiner Achse. So, du siehst ihn nicht. Das hat mich gerade so hypnotisiert, Alter. Ich habe einfach nur da drauf geguckt und irgendwie getreten. Voll im Tunnel gekommen. Ja. Das ist so geil hier, Alter. Dadurch, dass die Straße so wenig befahren ist, können die Autofahrer halt auch 4 Kilometer außen rumfahren, ja, bei dir, ne? Ja. Also selbst wenn wir jetzt so fahren, ist es so easy. Die Straße ist auch voll breit, also das ist bald Panzer, ne? Ja. Überleg mal, wie du ballern musst, wenn du hier mit 50 langfahren willst, Alter. Boah, wenn du rollst, dann rollst du erstmal. Naja, trotzdem. Was sind das bei dir jetzt so, 20%? Hm? Was ist jetzt dein Einwand so, 20%? Dein Aufwand? Ja, ich sag mal so 3, 4, 5 km/h mehr, geht schon. Aber dann merke ich es auch. Ja, ich merke das hier echt gut, aber das kann ich noch halten bisher auf jeden Fall. Ja, das ist Grundlage auf jeden Fall. Bei dir, ja. Bei dir nicht. Hier ist der FTP-Bilder. Ich kann mich ab und zu verstecken hier. Warst du ja letztes Mal schon weg? Ja, schneller gefahren. Fick dich! Schneller geht gar nicht, das ist ein Mythos. Thank you.
Ich weiß, es geht jetzt gerade wieder so gut. Und ich weiß, gleich kommt der Berg, Alter. Und dann ist es wieder schlagartig vorbei. Hier geht's auch schon bergauf. Schalt doch mal! Okay, jetzt machst du einen auf diesen, ja? Okay. Ja.